Selbst in einem Van kann man etwas verlieren. Man glaubt es nicht. Wir haben eine Perle kennengelernt, die ihr iPad ein halbes Jahr lang verloren hatte. Im Van. Sie haben es wieder gefunden beim Aufräumen. Es ist mega oft mega schön, aber auf keinen Fall immer. Wir haben eine dreckige Tankstelle geschlafen, irgendwo am Strassenrand, bei Leuten vor der Haustür. Aber halt auch ein wahnsinniger Traumstrand in Costa Rica. Es sind brutal viele Vanlife-Accounts unterwegs auf Instagram. Es ist mega krass. Es stört mich auch ein bisschen. Also ich muss auch sagen, es ist schon mega viel nur das Schöne. Und ehrlich gesagt, langweilt es mich jetzt langsam auch ein bisschen auf Instagram. Leute, die im Van wohnen, behaupten, sie seien Öko, aber fahren mit einer Benzinschleuder durchs Land. Wir haben ein altes Auto, ja. Nichtsdestotrotz, da wir ja während der Zeit, wo wir im Van leben, keinen Wohnraum brauchen. Also wir brauchen keine Heizkosten, wir brauchen extrem wenig Wasser und unser Strom kommt vom Solar. Mit dem Finger auf andere zeigen ist selten eine gute Idee, finde ich. Vanlifer duschen nie und sind ein bisschen dreckig, stimmt so zu, ich würde sagen 75% wahrscheinlich. Wenn man in einem Van, wirklich in einem Büsschen unterwegs ist wie wir, dann duscht man wirklich nicht so oft. Aber man gewöhnt sich daran und es ist nicht so schlimm, man muss ja nicht ins Büro gehen. Im Van zu leben und zu reisen ist Moll, ist sicher. Wir hatten eigentlich auch wichtige Regeln gehabt. Und ich sehe, wenn sich jemand von uns unwohl fühlt, dann fahren wir weiter. Nichtsdestotrotz ist uns zweimal in Van eingebrochen worden. Schlussendlich ist es uns am wichtigsten, dass uns nichts passiert. Und ich finde es so extrem wichtig, dass man im Van nichts reinlässt, was einem zum Brüllen bringt, wenn es wegkommt. Weil es kann halt passieren. Auf Reisen führt man viel oberflächlichen Reise-Smalltalk. Ja, es gehört dazu. Die Leute fragen immer, bist du nord- oder südwärts unterwegs? Wenn man im Van auf Weg ist, hat es noch oft mit dem Van zu tun. Es ist so ein bisschen wie ein Hund, muss man immer schauen und gestreicheln. Ich bin nicht so gut in dem, wie ihr seht. Zum Glück ist mein Partner, der Sandro, besser. Ich habe mich dort immer ein bisschen zurücknehmen können. Es ist mega ein Trend, Vanlife. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es mega cool, wenn die Leute rausgehen, sich so mit sich selber beschäftigen und ein bisschen ausbauen. Also ist mir tausendmal lieber, als wenn sie über das Wochenende auf New York fliegen. Nein, wir rennen nicht vor unserer Verantwortung davon. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist sogar gegenteilig. Ich finde, ich renne meiner Verantwortung für mein eigenes Leben entgegen. Weil ich mache ja einfach das, was sich für mich stimmig und gut anfühlt. Und ich glaube, um es geht es am Schluss des Tages.